Im Video zeige ich dir, wie du die Binance Smart Chain in deine MetaMask Wallet integrierst. Klicke hierfür auf den Pfeil neben Ethereum Mainnet und drücke auf Netzwerk hinzufügen. Jetzt werdet ihr gebeten, den Netzwerknamen, die neue RPC-URL, die Chain-ID, das Currency-Symbol und den Block Explorer einzutragen. Die richtigen Daten findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe hier an dieser Stelle mal etwas vorbereitet und werde diese Daten nun kopieren und einfügen. So, das Ganze speichern wir. Und hier seht ihr schon, ist das Binance Smart Chain Mainnet in eure MetaMask Wallet integriert. Ihr könnt das Ganze hier auch im Wallet selbst einsehen. Hier nur 0 BNB. Hier könnt ihr eure Coin-Token importieren, welche ihr auf diesem Wallet empfangen wollt. Wenn ihr nun wieder auf das Ethereum Mainnet zurück wollt, drückt einfach auf den Pfeil und ihr seid zurück im Ethereum Mainnet.